Und heute geht es direkt weiter mit dem Creality K1 Speedy. Im letzten Video hatte ich den Drucker für euch aufgebaut und Filament zugeführt und den ersten Selbsttest durchgeführt. Dann hatten wir das Video beendet, beziehungsweise ich. Und heute geht es weiter, wir machen den ersten Druck an. Dafür schalte ich den Drucker einfach mal ein und hoffe, dass er alles vom letzten Mal gespeichert hat. Auf der Rückseite habe ich schon die kleine mitgelieferte Filamentspule raufgesetzt. Und ja, wir müssen nur noch das Filament einmal einführen und dann würde ich sagen, testen wir den ersten Druck, der auf dem Drucker schon gespeichert ist. So ein paar Testmodelle hatte ich da nämlich schon gesehen. Das ist PLA, das heißt, wir nehmen die Haube hier oben einfach gleich mal ab. Die brauchen wir höchstwahrscheinlich nicht. Hier ist noch so ein bisschen Ersatzteilzeugs, was wir jetzt auch nicht brauchen. Und dann gucken wir einfach mal unverfälscht, wie der Drucker die ersten Drucke hier absolviert. Ich brauche erstmal meine sagenhaft gute Knipex-Schere. Falls ihr euch mal irgendwie eine Schere holen wollt, die ein bisschen mehr schneiden kann als Papier, holt euch diese Knipex-Schere hier. Die kostet, glaube ich, 15 Euro oder so. Ist die beste Investition seit langer, langer Zeit. Keine bezahlte Werbung von Knipex oder so. Die ist wirklich mega gut. Zack, hier Filament, Blech, Papier, alles kein Problem. Mal sehen, ob sich das hier so gut einfädeln lässt, so wie in vielen anderen Druckern. Da ist ja dieser Filamentsensor immer raus. Aber ihr habt es gesehen, beim ersten Mal, zack. Der Bogen hier oben ist ganz schön klein. Das Filament braucht ein bisschen Druck, um da durchzugehen. Mal sehen, wie sich das in Zukunft dann verhält. Ich heiz jetzt vorne erstmal vor, bevor es hier weitergeht, damit wir das Filament da ordentlich eingeführt kriegen. Wir machen hier erstmal Vorheizen. Düse machen wir mal auf 200. Okay, jetzt heizt er vor auf 200 Grad und dann wird er wahrscheinlich das Filament extrudieren, wenn wir ihm hier vielleicht ein bisschen Starthilfe geben. Oh, ohne Vorwarnung extrudiert er sofort. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier ihm ein bisschen Filament geben. Jo, da kommt's schon. Da muss noch ein bisschen was Altes drin sein von den Testdrucken bei Creality, wenn die denn sowas machen. Aber anscheinend schon, sonst wäre es jetzt da nicht rot. Was sagt das Display? Gutes Englisch auf jeden Fall hier auf der rechten Seite. Jetzt weiß ich nicht, wie viel er macht, aber er extrudiert noch fleißig. Ich weiß jetzt nicht, ob er automatisch aufhört oder ob man ihm was sagen muss. Ah, okay. Er hat automatisch nach einer gewissen Länge aufgehört. Perfekt. Dann können wir jetzt den ersten Druck starten, nachdem ich hier das Zeug entfernt habe. Und dann gehen wir mal in die Dateien. Und ich würde sagen, wir drucken einfach mal ja, standardmäßig hier das Benchy. PLA steht auch drauf. Das heißt, wir können nicht viel falsch machen. Und let's go. Man kann am Anfang, habe ich gerade gesehen, oh, jetzt boostet er ganz schön. Am Anfang kann man eben sagen, mit Kalibrierung oder ohne. Ich habe jetzt mitgemacht. Das heißt, er wird wahrscheinlich dann nochmal entweder das Druckbett kalibrieren oder seinen Geschwindigkeitssensor, wie bei Bamboo Lab. Das müssen wir uns gleich mal angucken. So, jetzt geht's hier los. Jetzt gucken wir mal. Ich sag einfach mal nichts und lass ihn einfach mal machen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ich guck mir mal kurz den ersten Layer an. Da ist ein Hauch zu dicht, würde ich sagen. Aber ist noch in der Range. Kann man noch so drucken lassen. Guck mal, gar nicht so schlecht, oder? Der Tisch könnte ein Hauch stabiler sein, oder? Das ist gar nicht die Gummimatte, ne? Also die Schaumstoffmatte. Plus die Gummifüße, ja. Aber gute Geschwindigkeit, oder? Kann man nicht meckern. Vorgeslice? Ja. Und außen macht er auch ganz langsam die Bahn, ja? Kann man ja nicht mehr. Hat der mal nachgeguckt? Voll wie die Kiste wackelt, guckt das mal an. Leider sehr geil aus. Jo, sieht das Benchy? Ja? Ich habe gleich Besuch bekommen, guckt mal. Der Basti ist gleich da, der Hubert ist gleich da, alle kommen gleich glotzen, wenn der Drucker läuft. Sieht schon gut aus, oder? Also den könnte man definitiv irgendwo festschrauben, so. Der will aber echt weg, ne? Krass. Na gut, ist ein 19 Minuten Benchy, sagen sie. Aber wenn du mal guckst, der hat auch nur eine Wand außen. Ist natürlich ein bisschen geschummelt, oder? Zwei. Eine schnelle, eine langsame. Na mal sehen, wir lassen ihn mal laufen und gucken dann. Boah, den muss man auf jeden Fall irgendwo festmachen. Der hüpft dann weg. Nachts laufen ist der Drucker am liebsten auf der anderen Ecke vom Zimmer. Ja, so gibt es erstmal von jetzt, sage ich mal von der Seite aus, nicht großartig viel zu meckern. Mal sehen, wie es gleich dann fertig aussieht. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe ein wenig mehr Zeit zwischen dem Druckbeginn und dem Ende und wollte eigentlich das, was im Hintergrund steht, aufbauen. Aber diese Drucker sind ja mittlerweile so schnell geworden, dass man keine Zeit mehr hat zwischendurch. Egal, ich lasse den K1 jetzt kurz da hinten drucken. Habe ja dann noch einen Moment Zeit, um das Teil abkühlen zu lassen. Und im Hintergrund habe ich hier, ich war jetzt am Samstag bei Ikea und habe hier nochmal zwei solche Ikea-Regale gekauft, weil ich habe hier einfach keinen Platz mehr, Sachen einzusortieren. Und die Claudia von drüben, die hat schon ganz fleißig die neuen Profile für den Print Core One
dann ein S vorbereitet mit Nutenstein etc. Aber sie hat hier nur so ein schlechtes altes Regal gehabt zum Deponieren. Und deswegen wollte ich jetzt, wie gesagt, dieses IKEA-Regal aufbauen. Ich bin der totale Fan von diesen Regalen. Ihr seht ja, meine ganze Front besteht aus diesen Holzdingern. Die sind nicht teuer, sind schön massiv und modular. Man kann immer wieder was Neues holen und alles hier so einsortieren, wie man es haben möchte in der Höhe. Ihr seht, die Trockenboxen, Filamente und so weiter passt perfekt rein. Für die Mädels ein bisschen flacher diesmal das Ganze, damit die auch oben rankommen, weil ganz oben komme ja gerade mal ich so ran hier. Wenn ich jetzt hier oben ran muss, ist immer ein Krampf. Das baue ich jetzt mal kurz zusammen und dann gucken wir uns als nächstes den Druck an. Das muss nach unten. Das muss nach unten und das steht schon perfekt. Oh, die Aufkleber, ne? Die bei IKEA wollen, dass die Welt brennt. Diese Sticker sind so gemacht, dass wenn man die abziehen will, dann haben die so eine Säurisstelle hier. Guck mal, hier und hier, dass die mit Absicht einreißen, wenn man die abzieht. Was soll das? Ich hasse sie. Was ist denn hier für eine Montagehilfe dabei? Ach so, das ist wieder für die Wand. Aber da meine Regale ja immer offen hier so stehen, brauche ich diese Wandmontage nicht. Ich schraube die dann ja sowieso aneinander. Und dann ist das schon ziemlich stabil, das Ganze. Das ist die bekannte Arbeitsallergie. Ich kenn's. So, bevor ich jetzt hier aber weitermache und die Böden einlege, muss ich jetzt erstmal die neue Logistiklagerchefin befragen, wie sie das hier gerne hätte. Nicht, dass ich hier jetzt die ganzen Regale reinmache und sie dann sagt, das ist ja ganz falsch, das will ich ganz anders haben. Deswegen gehe ich mich mal kurz erkundigen und dann kommen die Bretter hier rein. Claudia! Die Chefin hat mich angewiesen und wir haben die Regale jetzt hier oder die Regalböden eingebracht. Eigentlich kommt da hinten noch so ein Kreuz dran geschraubt, was das Ganze so stabilisiert. Heute Morgen stand das alles noch auf so einer kleinen Palette und die Verbrecher aus dem Versand brauchten dann diese Palette bzw. den Wagen. Ich weiß aber nicht, wo die dieses Kreuz hingemacht haben. Die Diebesbande hat wieder zugeschlagen. Und der erste Druck ist fertig. Naja, ehrlich gesagt ist er schon ein paar Minuten fertig, aber ich habe mit den Regalen einfach noch ein Momentchen gebraucht. Gucken wir mal, was hier rausgekommen ist. Unverfälscht. Tada. Gutes Licht hier, muss ich sagen. Wow. Ist natürlich weiß, da sieht man jetzt nicht ganz so viel. Schon mal gut. Ich versuche mal so ganz eklig von oben meine Studioleuchte raufleuchten zu lassen. Da sieht man schön die Fehler dann. Ich habe selber noch gar nicht gesehen. Ich sehe es jetzt bloß durchs Kameradisplay. Ich muss noch mal mit den echten Augen gucken. Aber ich kann jetzt keine groben Fehler sehen. Hier oben ist ein ganz bisschen minimal, aber da muss man schon wirklich pingelig sein. Erster Test bestanden, würde ich sagen. Machen wir einfach mal den zweiten Test an. Ich glaube, das war so eine Art Katze. Zumindest stand hier zumindest was mit Katze, wenn ich mich nicht täusche. Cat. Das Problem ist, da steht nicht welches Material. Und deswegen tun wir mal so, als wären wir doof und sagen Print. Wir wissen ja nicht, was es ist. Also der First Layer, der sitzt auf jeden Fall. Da kann man hier bei dieser Katze absolut nichts sagen. Das sieht richtig gut aus. Der nächste Druck ist fertig und zwar ist das die Katze und ich würde sagen, ich nehme die Kamera einfach einmal kurz ab und zeige euch, wie das Druckbild geworden ist. Ich hoffe, die Kamera stellt mir das so scharf mit der Einstellung. Oh, ist noch ein bisschen hell, wartet mal. So, ist besser. So sieht die Katze aus. Ist auch wieder hier dieses Highspeed PLA, das Muster, was da mit dabei war. Mal gucken, wie fest das Ganze ist. Soll ja auch so ein bisschen beweglich sein. Sieht erstmal gut aus. Also ich erkenne jetzt hier auch keine Druckfehler. Der erste Layer, den kann ich euch leider nicht so gut zeigen, weil das mit diesem weißen Filament halt immer wirklich schwierig ist mit den Kameras. Aber ich kann euch sagen, es sieht gut aus. Keine großen Abweichungen sind zu erkennen. Okay, so, ich stelle die Kamera kurz wieder zurück. Die Katze ist auf jeden Fall gut geworden, genauso wie das kleine Banshee, was ich hier gerade am Anfang gedruckt habe. Das ist mir jetzt aber hier ein bisschen zu langweilig. Als nächstes würde ich gerne einen Funktionsteil drucken, weil solche Testdrucke landen ja doch immer so mehr oder weniger im Müll oder werden von mir geschreddert. Und dafür ist mir das Filament bzw. der Rohstoff ein bisschen zu schade. Deswegen drucke ich jetzt diese Funktionsteile für die Filament-Trockenbox. Und zwar sind das hier so seitliche Halter für die Rollen und die Kugellager, die dort reinkommen. Weil die brauche ich dann auch wirklich. Das heißt, die muss ich nicht wegschmeißen. Dafür nutze ich jetzt hier das Printcore PETG Carbon und dafür muss ich aber in dem Creality Drucker noch die Düse tauschen. In der Anleitung steht zwar drin mit Carbonfilament, ich habe aber mal geguckt, das ist nur eine Messingdüse.
Das heißt, naja, man kann Carbon damit drucken, aber wahrscheinlich nur einen Druckauftrag und dann kann man die Düse wechseln. Die Prizl Vulcano-Form ist ein bisschen kürzer, ich glaube 1-2 mm. Ich baue die mal ein und gucke, ob sie trotzdem passt. Bestellt habe ich sie schon in der richtigen Länge. Aber wie gesagt, ich brauche jetzt erstmal irgendwie eine Lösung, damit ich dieses Carbon-Zeug auf Dauer drucken kann. Dann gucke ich in Cura, ob ich den Drucker da irgendwie schnellstmöglich eingepflegt kriege und dann starten wir den nächsten Druck. Fahren wir erstmal auf 0 und dann gucke ich mal, wie viel Platz ich habe mit der kürzeren Düse. Vom Hotend alleine aus würde es passen. Ich habe nur ein bisschen Angst mit den Spindeln und den Anschlägen hier drin. Das heißt, diese Stelle könnte eventuell hier oben gegenstoßen, wenn ich jetzt die Düse verkürze. Ah, da muss ich mal gucken, ob das passt. Die Düse ist auf 0 gefahren, schwer zu sehen. Und der kritische Punkt, der entsteht hier zwischen dieser Flachkopfschraube und dem Kunststoffteil. Wenn das 2 mm sind oder mehr, dann kann ich die Düse verbauen. Ah, genau 2 mm. Das darf doch nicht wahr sein. Riskiere ich es oder nicht? Oder nehme ich einfach die Schraube raus? Ja, das ist mir hier auch irgendwie zu ungenau. Ich glaube, ich muss mal ein Endmaß holen. 1,9 mm? Nein, das passt nicht. Ich könnte heulen. Ja, bringt nichts. Ich will. Ich werde jetzt die Schraube rausnehmen und werde sie einfach 5 Zentel kürzen. Hubert seinen Stuhl, der alte Mann, der muss immer sitzen. Jetzt ist die Frage, drehe ich den Kopf vorne ab oder hinten? So, das ist jetzt wahrscheinlich die teuerste Schraube in meiner Firma hier. So, als nächstes fliegt jetzt die Düse raus und die Prizl hier kommt rein. Und wie ihr schon seht, die ist einfach nur 2 mm kürzer bzw. länger hier. Aua. So. Cool. Aua. Au, das war ganz schön heiß. Ah, das war dumm. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt sind wir auch tatsächlich vorbereitet für die Kohlefaserfilamente. Auf diesen Halter hier vorne, hinten besser gesagt, passt die große Spule leider nicht rauf. Also sie passt schon, aber das ist mir hier ein bisschen zu knapp und außerdem zerrt das Gewicht hier ganz schön an dem Gehäuse. Aber ich habe glücklicherweise noch einen meiner alten Filamentabroller gefunden. Das heißt, den hier, den werde ich entfernen. Ich werde den wahrscheinlich eh nicht ganz so oft nutzen. Und dann stelle ich die Rolle hier lieber daneben, da ich ein bisschen mehr von. Komm mal her. Basti kommt gerade rüber. Was aufgefallen ist am Anfang, dieser Baudenschlauch hier oben, ich zeige euch den mal kurz, der ist schon relativ im kleinen Radius gebogen, sage ich mal. Also das Filament hat das schon verhältnismäßig schwer, da durchzukommen. Und wenn der Extruder jetzt hier nach vorne fährt, ich kann den jetzt leider nicht bewegen, weil die Motoren an sind, dann drückt dieser Baudenschlauch die Platte hier ein bisschen hoch. Das ist nicht so cool. Der Hubert heute Morgen meinte auch schon, das muss irgendwie höher. Das heißt, ich frage jetzt mal Basti, meinst du, wir kriegen dieses Quadrat auf dem Printcore Max gedruckt, dass wir uns hier so eine komplette Höhe drucken können, so 5 cm oder so? Und dann könnten wir uns für... Nein. Nee, passt nicht. Also zwei Teile draus machen. Mist, Chiron? Oder Chiron. Okay, also werden wir wahrscheinlich auf dem Chiron hier mal so ein kleines Abstandsding drucken, dass wir das hier ein bisschen höher setzen können. Ich erzähle euch schon mal gleich, was wir jetzt machen. Da wir jetzt das Ganze eh schon aufgeschraubt haben. Basti holt jetzt was zu messen. Dann messen wir hier einmal den Abstand aus von hier nach hier und von hier nach hier. 2,5 cm haben wir gesagt, wollen wir die ganze Blende hier nach oben setzen. Das reicht unserer Meinung nach aus. Hier 2,5 cm dazwischen. Und dann machen wir hier auf dem Chiron oder auf dem Sowohl, dem großen, den wir haben, drucken wir das ganze Ding hier mit einem Mal aus. Und die Schrauben hier, die sind über ein Gewinde direkt in dem Rahmen hier verbunden. Das heißt, wir nehmen die Schrauben raus, nehmen entsprechend längere, 2,5 cm längere und schrauben dann diese ganze Blende, die hier oben sitzt, einfach wieder fest mit der Schraube, sodass der Kopf auch wieder oben drauf sitzt. Und den Kopf können wir dann wiederum nutzen, um die Blende ganz normal wie gewohnt einrasten zu lassen. Ja, also eigentlich relativ simpel das Ganze. Jetzt ging der ganze Druck leider so schnell, dass ich es gar nicht geschafft habe zu zeigen, wie er das Teil gedruckt hat. Aber es ist nicht schlimm, ich werde jetzt gleich dieses Bauteil noch 4-mal drucken. Ich habe den Drucker in Cura eingepflegt, das hat ganz gut funktioniert. Das Einzige, was ich noch nicht hinbekommen habe, ist, dass er mir dieses kleine Vorschaubild hier auf dem Display anzeigt. Hier, das hier. Momentan ist es einfach nur noch so ein Ordner. Ich hätte aber gern, dass er mir das 3D-Modell hier anzeigt. Ich habe schon das Skript probiert, wo er ein PNG-Bild daraus macht. Im G-Code sieht es eigentlich auch richtig aus. Es scheint aber noch nicht so richtig zu funktionieren. Aber das kriege ich auch noch hin. Ich mache jetzt den nächsten Druck an mit ein paar mehr Teilen. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Das ist das, sag mal fest, das PETG-CF. Und das hat auch
super funktioniert, Qualität passt auf jeden Fall. Basti hat jetzt schon mal den ersten Prototypen angefangen zu drucken. Das ist hier aus PPCF gedruckt. Er meinte auch schon, dass es zu weich war. Ja. Also das hier ist, man sieht schon, wenn man hier so drückt, dass das zu wabbelig ist. Der Ausschnitt, sagst du, muss größer noch ein bisschen. Das hier länger und Mühe höher noch. Ein bisschen höher und länger. Und Schrauben sehen aber aus. Okay. Ja, also der Lochabstand, der scheint zu stimmen. Ein kleiner Zeitsprung ist zustande gekommen. Und zwar hatte ich den Drucker gestern jetzt einmal mit nach Hause genommen, weil ich doch irgendwie Bock hatte, noch ein bisschen in meiner Freizeit damit rumzuspielen. Und herzlichen Dank an den K3D. Das ist so ein Computer-3D-Druck-Nerd. Der hat es möglich gemacht, dass man auf diesem Drucker Clipper aktivieren kann und Mainsail und Flui. Das habe ich gestern versucht. Was heißt versucht? Ich habe es auch gemacht, aber es hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Der Drucker läuft jetzt auch gerade schon. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Das zeige ich euch gleich noch einmal am Computer. Mainsail ist drauf, Fluid läuft und Clipper ist so aktiviert, dass man darauf zugreifen kann. Und zusätzlich habe ich mit Cura ein bisschen gespielt. Zeige ich euch gleich am Rechner und dann ist das Video wahrscheinlich auch schon zu Ende. Oh, ich sehe, ich habe hier eine Schmarre drin vom Transport. Er läuft jetzt gesliced über das Programm Cura. Und das funktioniert auch alles, auch mit dem Startcode und den eingestellten Werten, die ich da drin hatte. Und die Druckqualität sieht auch gar nicht so schlecht aus. Versuche euch das einmal zu zeigen. So druckt er jetzt gerade in Echtzeit. Mach mal kurz die Klappe auf. Hier habe ich auch wieder PETG Carbon genommen. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein bisschen Feintuning können wir hier wahrscheinlich noch machen an dem Drucker und mit dem Cura-Profil. Aber ich bin erstmal froh, dass er über Cura läuft. Hier ist in Kurzform einmal das, was ich jetzt mit dem Drucker sozusagen angestellt habe. Natürlich mit fremder Hilfe. Ihr seht hier einmal die Oberfläche von Fluid. Hier oben der Creality K1, das habe ich so eingegeben. Und die Bilder von den geslicten Teilen werden hier auch schon angezeigt. Das kann ich euch dann in dem nächsten Video einmal gerne zeigen. Hier sind die ganzen Makros, die Creality zum Beispiel eingebracht hat. Und hier ist die Steuerung für Lüfter, Drucklimits und so weiter. Und man kann auch über die Option, wo ist es? System? Nee, nicht System. Nee, auch nicht hier. Aufträge auch nicht. Konsole, wo ist es? Hier. Über diese zwei Konfigurationsklammern kann man jetzt auf die Druckerdateien zugreifen. Das heißt, die Printer-CFG zum Beispiel kann man sich hier reinziehen und Sachen ändern, wenn man möchte. Oder man geht jetzt in die Makroliste, die ist auch ganz interessant. G-Code-Makro, hier sind zum Beispiel ganz viele Makros von Creality drin, die man sich jetzt hier angucken kann und dann auch weiß, was der Drucker dort im Endeffekt macht. Auf der rechten Seite habe ich hier einmal Cura vorbereitet mit den ganzen Einstellungen, die man so braucht, damit der Drucker dann auch tatsächlich wirklich so schnell druckt, wie er soll. Auf der rechten Seite seht ihr schon die ganzen Werte, die ich hier eingegeben habe, zum Beispiel Beschleunigung, Druck 10.000, Druckgeschwindigkeit 300 und so weiter und so fort. Ich will es gar nicht zu weit ausquetschen, das ganze Thema. Und das Ganze wird dann auch von Cura hier direkt übertragen an Moonraker bzw. an Fluid. Und wird dann hier in der Web-Oberfläche angezeigt und man kann dann von hier aus den Druck starten und auch übertragen. Wie gesagt, zeige ich euch gerne im nächsten Video, wenn ihr das möchtet. Ja, okay, das war's von der Seite aus. Alle weiteren Infos dann demnächst. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange dieses Video schon geht. Deswegen machen wir jetzt einen Cut und im nächsten Video basteln wir, denke ich mal, noch ein bisschen weiter an dem K1 hier rum. Ich habe nämlich schon so ein paar Ideen, wie man das ganze Teil noch so ein bisschen upgraden kann. Wenn ihr sehen wollt, wie ich den K1 hier mit Clipper oder befreit habe, sodass man Clipper nutzen kann und wenn ihr sehen möchtet, welche Einstellungen ich in Cura vorgenommen habe, damit der Drucker jetzt auch mit Cura so läuft. Ich finde einfach Cura deutlich schöner als dieser Creality Slicer. Dann schreibt das gerne unten in die Kommentare rein und dann würde ich so ein 5-7 Minuten Video machen, wo ich das einmal kurz durchgehe mit euch, dass ihr das dann auch machen könnt. Ich weiß nicht, wie es sich in Zukunft verhält mit der Firmware von diesem Drucker. Es kann sein, dass Creality ein Update rausbringt und das Ganze geht dann nicht mehr. Das heißt, macht erstmal eventuell kein Update, wenn ihr diesen Drucker habt, nur um sicher zu gehen, dass ihr euch dann nicht irgendwie dann später was blockiert, wenn ihr Clipper freischalten wollt. Okay, ja, im nächsten Video werden wir wahrscheinlich uns die Kiste ja nochmal angucken in Ruhe. Da geht es dann mit dem Aufbau von der Filament-Trockenbox weiter. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video.